Nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken. Du fragst dich, ob es ehrenhaft ist, mich auf diese Art zu töten. Nicht gucken, nicht... Oh, ups, ich habe auf sein Schwert geguckt. Ach Leute, und wieder sitzen wir hier. Und ich frage mich, was habe ich da gerade gesehen? Doch dieses Mal ist es auf eine andere Weise, immerhin. Strip. Get naked, boy. So ungefähr kam mir das vor, nur hat der Sith sein Lichtschwert schon freiwillig ausgepackt, der Schlingel. My wee wee goes boing boing. Und nicht nur das, woher kommt denn diese Narbe? War da nicht etwas? Oh Scheiße! Oh Scheiße! Nicht wahr, oder? Smilo Ren hat sich diese Shrek-Tante gegönnt und war wohl ein ganz böser Junge. I wanna fucking kill myself. Also Leute, entgegen der Meinung vieler anderer Star Wars-Fans habe ich ja nichts dagegen, wenn man Star Wars etwas sexueller anhaucht. Ich habe ja schon sehr häufig vorgeschlagen, dass man eine Game of Thrones inspirierte Serie in der alten Republik macht. Nur halt alles ein bisschen dezenter natürlich, vor allem was Brutalität und Sexualität betrifft. Und die Brutalität haben wir ja schon gehabt jetzt, Sexualität noch nicht, aber so wie das hier gemacht wird, weiß nicht, Digga. Es ist so weird. Also wenn sie versuchen, mit den großen Star Wars Erwachsenenfilmen zu konkurrieren, dann wird's schwierig, wenn ich mir so die IMDb-Bewertung anschaue. Aber das haben wir ja bereits ausführlich in unserem Acolyte Episode 4 Talk behandelt. Gerne da reinschauen. Aber ich denke, man braucht sich auch nicht wundern. Leslie Headland inszeniert halt das, was sie kennt. Einen nackten Mann, der sich vor jüngere fremde Frauen stellt. Und während Twitter gerade voller Shipping-Posts ist, die die beiden Tuddeltäubchen abfeiern und shippen, denk ich mir eher... weiß ich nicht, muss das? Oh, nee. Und wahrscheinlich denken viele von euch dasselbe. Doch bevor wir mit der heutigen Therapiesession so richtig loslegen, Freunde, wollte ich mich bei den Patienten unter euch bedanken, die sich über meinen Rabattlink ein paar phänomenale Stärkungen in diesen schweren Zeiten in Form von Holy gegönnt haben. Wir werden schon bombardiert mit ganz viel schrecklichen Dingen, seien es... schlechte Dialoge. Oder... Logiklöcher. Oder einfach nur... Langweile. Da tut es einfach maximal gut, mit Taurin und zuckerfreien Energy- und Softdrink-Alternativen seine Energie wieder aufzufüllen, sonst endet ihr ganz schnell wie dieser Patient hier. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Und wenn ihr da schon längst seid, dann wird es aber höchste Zeit, Freunde. So good and tasty. Durch YouTube AdSense Money allein kann ich diese aktuell hohe Aktivität des Kanals nicht gewährleisten, das ist klar. Und da ist es schon sehr hilfreich, wenn ihr meine Sponsoren abcheckt. Insofern danke dafür. Wer es noch nicht kennt, überzeugt euch gerne selbst vom Mehrwert, den wir hier bekommen. Und starten wir ansonsten mit der Therapiesession, nicht? Ist euch mal aufgefallen, Osha ist schon so ein bisschen hart am Geiern. Sie folgt ihm so richtig creepy, gafft auch, wenn er sich auszieht. Und dann heißt es, wie fühlt es sich an, mein Schwert zu halten? Keine Bewegung! Es fühlt sich gut an, nicht wahr? Wieder eins in der Hand zu halten? Ach ja, Freunde. Falls ich hier eine komplett sachliche Review erwartet habe, dann, ja. Aber was soll ich denn auch großartig sagen? Es ist jetzt nicht viel passiert, nicht? Nee. Also die Tüdeltäubchen sind auf dem Arcto-Planeten, der absolut nicht Arcto ist, sondern natürlich ein unbekannter Planet, der genauso aussieht. Ja, nee, ist klar. Aber Kaimir macht das schon etwas geschickt, auch wenn es von außen schon leicht zu durchschauen ist. Er ist nicht sehr direkt gegen die Jedi und attackiert die auch nicht direkt, sondern um Osha zur dunklen Seite zu ziehen, bringt er sie dazu, durch die Probleme, die sie mit den Jedi bereits hat, eben jene zu hinterfragen. Also ein bisschen wie der Schrumpelsack mit Anakin. Aber was ich mich halt schon gefragt habe, das habe ich auch im Review-Talk mit Dead Justice und Markus erwähnt. By the way, hoffentlich bis Freitag gibt es den ausführlichen Review-Bums mit den beiden zu Episode 6. Hier besteht jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das hier ist quasi nur meine erste Reaktion am Tag des Guckens der Folge, ne? Also einschalten beim nächsten Video, Freunde. Aber warum will Kaimir einen Schüler? Einfach einen Schüler zu haben, um einen Schüler zu haben, ist jetzt nicht wirklich, was ein Sith machen würde. Und dann sagt er sowas wie, wenn man alles verliert, ist man endlich frei. Auch nur bedingt eine Philosophie der Sith. Die Jedi würden zum Beispiel sagen, lass los von allem, dann bist du frei. Und die Sith kann man sich ja eigentlich an vieles, wie so Macht, Besitztümer, und vor allem das eigene Leben. Palpatine wollte unbedingt unsterblich werden, aber nicht nur er. Der war also gar nicht frei. Was aber so ein bisschen in diese Richtung geht, ist Darth Malgus, der die Frau, die er liebt, tötet, nachdem er zur Erkenntnis gekommen ist, so sieht er es zumindest, dass die Tatsache, dass er sie liebt, ihn zurückhält, der mächtigste Sith zu werden, also
verliert er sie quasi in Anführungsstrichen. By the way, mega nice Story. Ich habe sie hier in diesem Video erzählt, ist super angekommen, habe mir viel Mühe bei der Visualisierung gegeben. Ich verlinke es in der Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Wenn doch, schreib es gerne rein. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Kaimir ist kein Sith, bla 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 bla, steht überall in den Kommentaren. Ich meine, mittlerweile hat selbst die Showrunnerin ihn als Sith bezeichnet. Aber er befürwortet ja die dunkle Seite der Macht und darum geht's ja in der dunklen Seite der Macht. Sich immer mehr und mehr zu gönnen und das hört auch nicht auf, weil es wie eine Droge ist, die nicht langfristig zufrieden macht, sondern sie bringt nur Kurzvergnügen und ist halt leichter zu bekommen als anhaltender Frieden und es fühlt sich zunächst gut an, deswegen ist es halt so verlockend. Vader was seduced by the dark side of the Force. Also ich glaube, das seduced oder verführt zu Deutsch hat Leslie Headland hier ein bisschen zu wörtlich genommen, nicht? Yeah. Um mal kurz auf den Zoll-Teil zu sprechen zu kommen, für mich funktioniert das einfach irgendwie nicht. Wir werden die ganze Zeit im Dunkeln darüber gehalten, was Zoll denn so Schlimmes getan hat. Das Ganze ist gespickt mit, oh, die Jedi sind ja so böse Unterdrücker und so weiter und so fort. Also die Jedi-Order als Ganzes, ne? Nicht nur einzelne Individuen. Und vielleicht hätte man uns schon mehr Hinweise geben sollen. Ich sehe einfach nicht, wie die das alles erklären werden, auf eine Weise, dass sich all das, diese ganzen 6 Folgen, voller vagem Rumgeplänkel gelohnt haben. Generell frage ich mich, was das Ganze hier soll. Und man hat nur noch 2 Folgen, um dass das alles hier Sinn ergibt. Und die Folgen sind alle so kurz. Das ist schon harter Tobak, Freunde. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ach ja, und irgendwann hat der Einsteiner auch mal gerafft, dass das nicht OSHA ist. Und man fragt sich einfach, ist May wirklich so dumm, dass sie ernsthaft geglaubt hat, dass das funktionieren wird? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Generell scheint sie weder Hirnzellen in der Birne zu haben, noch kann sie sich entscheiden. Ich bringe sie alle um. Nein, ich ergebe mich ihnen. Ich bringe sie doch alle um. Sie sind geistig behindert. Jedenfalls diesmal wieder in Handschellen und kann sich jetzt ganz gemütlich von Onkel Zoll anhören, wie er ihre gesamte Familie abgeschlachtet hat, nicht? Nice. Und während Zoll da wahrscheinlich im Schiff so sitzen wird, während er alles erzählt, wird OSHA womöglich dadurch, dass alles geblockt ist mit diesem Kortosis-Helm, nun wirklich in der Macht sehen, was eigentlich wirklich passiert ist. Irgendwie so wird es, glaube ich, kommen. Der Helm wird was damit zu tun haben, dass sie halt Klarheit erlangt. Und das kommt dann dem notgeilen Smilo Ren natürlich sehr gelegen, denn OSHA sieht das ganze Drama, ist dann so schockiert und in Trauer und dann fällt sie in die Arme von Smilo Ren. Und ihr wisst ja, wie das dann läuft, Freunde. Eins kommt zum anderen und zack heißt es: Schwanz in mein Arsch. Ein bisschen wie wenn ihr auf eine bestimmte Dame geiert, die einen Freund hat und wenn es dann vorbei ist, tröstet ihr sie und so weiter und so fort und plötzlich ist die Alte so: Please give me cop. Was ich aber auch komisch fand, ist, Zoll meinte, jo, wir müssen deinen Meister finden, also zeigt er ja damit, dass er wusste, wenn er diese Asseln im Wald auf ihn lostreibt, murkst er ihn damit aber nicht ab. Und das erinnert halt so ein bisschen an Kenobi, der einfach den Massenabmurkser Darth Vader verschont und auch nicht gefangen nimmt oder so. Nur dass Zoll halt im Vergleich zu Kenobi keine jahrzehntelange Verbindung zu seinem Widersacher hat, also zu Smilo Ren. Er kann ja nicht mal sagen: Du warst mein Bruder, Anakin. Also warum tut Zoll das, was er tut, wenn er sogar weiß, dass das ein sehr dunkler Machtnutzer ist, der andere Machtnutzer rekrutieren möchte und noch viele unschuldige Leben auf dem Gewissen haben wird? I don't know. Das unterstützt halt meinen Take von der letzten Review, dass er ihn auch aus Jedi-Sicht hätte abmurksen sollen nach dem Motto: He's too dangerous to be left alive. Und I will do what I must. Generell ist das halt das Hauptproblem bei dieser Serie, dass die Handlung der Charaktere häufig einfach keinen Sinn ergeben und das von vorne bis hinten, also in so ziemlich jeder Episode. Das ist zu Deutsch Scheiße! Und mein absoluter Lieblingscharakter, die grüne Peitschentante, hat schon gerafft, yo, hier ist was Krasses passiert, jemand erzeugt ein Ungleichgewicht, wie sie sagt. Und jetzt wäre mal die Frage, werden die Jedi das dem Jedi-Rat vielleicht mal sagen? Oder sind sie nach wie vor geistig behindert und sagen das nicht, wegen diesem scheiß aufmuckenden Senator, von dem sie da am Anfang geredet haben? Ja. Sie sind äußerst behindert. Oder die Shrek-Tante ist selber ein Sith, das würde dann auch das ganze Gepeitsche mit Smilo Ren erklären. Yeah.
Also Freunde, ich denke, wir sind am Ende unserer heutigen Therapiestunde angelangt. Wenn ihr aber ein paar erfreulichere News haben wollt, dann checkt dieses bombastische neue Video hier ab, wo wir ein paar Leaks von mehreren verlässlichen Quellen haben. In dem Video geht es um Luke Skywalker, Ahsoka, Thrawn, Abeloth und Darth Talon. Für genauere Infos gönnt euch den Bums mit nur einem Klick auf das Video hier im Abspann.